Hallo, ich bin's mal wieder mit Neuigkeiten zum Raspberry Pi. Seit heute ist es möglich, das Teil auch offiziell zu übertakten, was ich mal in diesem Video zeigen möchte. Da ich gleich auch noch einen kurzen Benchmark machen möchte, ist es zunächst nötig, dass wir das Programm BC installieren. Das geht ganz normal mit dem Paketmanager, sudo apt-get install bc. Nachdem das geschehen ist, können wir mit dem Befehl, den ich hier eingebe, einen kleinen Benchmark starten, und zwar berechnet diese Eingabe die Zahl Pi bis auf 2000 Stellen genau. Es dauert so ungefähr 30 Sekunden bei einem ganz normalen Raspberry Pi, der nicht übertaktet ist. Hier ist das Ergebnis, in diesem Fall 28,36 Sekunden. Jetzt können wir mit sudo raspi-config dieses Konfigurationsscript starten. Wenn das noch nicht geupdatet wurde, dann sollte man das über den Punkt Update tun. Ich habe das hier schon getan und kann direkt zum Punkt Overclock wechseln, wo eine Warnmeldung angezeigt wird. Wenn man die bestätigt, kann man sich seine Übertaktungsstufe auswechseln. Ich wähle hier Medium, was 900 MHz entspricht. Dann kann man das Programm wieder beenden und der Raspberry Pi führt dann automatisch einen Neustart durch. Nach erfolgtem Neustart können wir uns wieder einloggen und die Prozessortaktfrequenz auslesen. Das macht man am einfachsten mit dem Befehl DMESG. Und da muss man dann ein bisschen suchen, ihr werdet das gleich sehen, weil dieser Befehl zeigt einige Systeminformationen an. Da muss man sich dann den Prozessortakt etwas raussuchen. Ich muss hier einfach ein bisschen nach oben gehen. Und dort unter BCM 2835 CPU FREC findet sich dann die neue maximale Taktgeschwindigkeit von 900 MHz wieder. So, um zu gucken, was das Ganze gebracht hat, wiederholen wir nochmal unseren kleinen Benchmark von vorhin und schauen mal, was diesmal rauskommt. Als Ergebnis diesmal haben wir 19 Sekunden, also knappe 10 Sekunden schneller, was hier in etwa 30% Geschwindigkeitssteigerung bringt, was in meinen Augen schon ganz schön beachtlich ist dafür, dass es halt dass die Garantie nicht erlischt, das Ganze so einfach zu realisieren ist. Wer will, kann jetzt natürlich wieder das Skript starten und noch eine höhere Geschwindigkeitsstufe ausprobieren. Die Raspberry Pi Foundation verspricht eine Geschwindigkeitssteigerung von bis zu 60% bei 1 GHz.